Dankeschön, Anita. Vielen Dank an das Team von Medicu für die Einladung zu dieser wichtigen Konferenz. Ich komme, wie gesagt, selbst aus Offenbach und hatte mich sehr gefreut, in Person teilzunehmen, aber es hat aus verschiedenen Gründen am Ende nicht geklappt. Dafür entschuldige ich mich. Aber ich grüße alle und wünsche der Konferenz viel Erfolg und ein besonderes Dankeschön auch an die Übersetzerinnen. Wir reden heute natürlich über 10 Jahre Rojava. Rojava ist natürlich vieles gleichzeitig, eine politische Perspektive, eine laufende revolutionäre Phase, ein gesellschaftlicher Wandelsprozess, ein historisches politisches Ereignis und natürlich die Lebenswirklichkeit von Millionen von Menschen. Und Rojava hat auch viel für Menschen außerhalb von Rojava bedeutet und geleistet. Der Begriff schuf nämlich nicht nur Hoffnung und Solidarität, er löste auch neue Diskussionen aus über die Bedeutung von Revolution, Demokratie, Freiheit, Selbstbestimmung. Und das Rojava-Informationszentrum hat mit einigen Mitgliedern des Komitees für die neue chilenische Verfassung gesprochen. Die äußerten, dass sie vom Gesellschaftsvertrag in Rojava inspiriert waren, vor allem was Themen wie Frauen, Minderheiten und regionale Autonomie betrifft. Ich selbst bin insgesamt 3-mal nach Rojava gereist. Zuletzt begleitete ich 2018 eine Frauendelegation kurz nach der Besatzung von Afrin. Und da andere Referentinnen auf der Konferenz über die Geschichte und die Struktur des Systems in Rojava schon sprechen werden, konzentriere ich mich in meinem Beitrag auf die politischen Prinzipien, die diesen Prozess begleitet haben. Natürlich wurde einiges schon erwähnt, ich will nichts wiederholen, aber ich finde, es ist auch wichtig, einige Sachen detaillierter auszuführen. Es ist wichtig zu sagen, dass für langjährige Unterstützer der kurdischen Freiheitsbewegung oder der Kurdistan-Freiheitsbewegung die Befreiung der Gebiete und der anschließende Aufbau der demokratischen Selbstverwaltung in Nordsyrien das Ergebnis jahrzehntelanger, generationen- und länderübergreifender politischer Arbeit und Aufopferung waren. Also für viele Menschen in diesem Umfeld, in dieser Community, ist die Absicherung eines Ortes wie Rojava an sich nicht das Endziel der Revolution. Ich möchte in diesem Beitrag auch kurz auf den Revolutionsbegriff der kurdischen Bewegung eingehen. Denn vielmehr gilt Rojava als der größte Ort der praktischen Umsetzung des Paradigmas, was von Abdullah Öcalan vorgeschlagen wurde. Also man kann sagen, dass Rojava eigentlich vielmehr ein Raum zum Atmen ist für den Beginn der konkreten Arbeit, der langen sozialen Revolution, die noch ansteht. Und das wissen vor allem die Frauen in Rojava und in der Region. Bereits Mitte der 90er Jahre begann die Bewegung, die Idee der Errichtung eines unabhängigen kurdischen Nationalstaates zu kritisieren und aufzugeben. Und seitdem hat sie sich darauf konzentriert, nichtstaatliche Formen der Selbstbestimmung zu theorisieren und zu realisieren. Und beim demokratischen Konföderalismus geht es um ein System, das auf autonomer Selbstorganisation basiert, also durch Kommunen, durch Räte, Kooperativen, Akademien und Kongresse ein Modell außerhalb und gegen und auch trotz des nationalstaatlichen Systems darstellen soll. Es werden natürlich einige Referentinnen heute und morgen auf die Details eingehen. Die Kurdistan-Freiheitsbewegung, darauf möchte ich gerne eingehen, definiert Revolution als einen langfristigen Kampf. Also es ist nicht ein Tag, der eines Tages kommt und Umbruch bringt. Es geht vielmehr darum, und das wird vor allem in Öcalans Gefängnisschriften, aber auch in der Literatur allgemein der Bewegung ausgeführt, es geht darum, dass alle Formen von Herrschaft und Unterdrückung innerhalb der Gesellschaft abgeschafft werden, um soziale Beziehungen, befreite soziale Beziehungen zu ermöglichen. In diesem Verständnis der Revolution geht es also vor allem auch um die Demokratisierung der alltäglichen Lebensbeziehungen zwischen Menschen, zwischen Gruppen innerhalb der Gesellschaft, zwischen Gesellschaften und zwischen Gesellschaften, also menschlichen Gesellschaften und der Natur. Und der Schlüssel dazu sind wirklich auch Organisation und Autonomie. Also nicht nur bloße Revolution im Sinne von Protest und Rebellion, sondern Revolution muss aktiv organisiert werden. Und das haben auch andere schon angekündigt, dass es das passiert in Rojava. Es war vieles spontan, aber es basiert natürlich auch auf der jahrzehntelangen Erfahrung und der ideologischen Praxis der Bewegung. So statt also zweitrangigen Teilen von größeren Kämpfen zu werden, also das ist das Autonomieprinzip, müssen die am meisten unterdrückt werden, die treibende Kraft aller Kämpfe werden. Also die am meisten unterdrückt werden, müssen den Rest mit sich reißen. Und weil die Unterdrückung von Frauen in der Bewegung als die älteste und tiefgehendste Form der Unterdrückung gesehen wird,
und untrennbar mit allen anderen Ungerechtigkeiten in der menschlichen Gesellschaft auch verbunden ist, sieht die Bewegung die Befreiung der Frau nicht nur als Ziel an sich an, sondern auch als zentrale Methode zur Befreiung der Gesellschaft als Ganzes. Und die Befreiung der Frau wird nicht nur in allen Bereichen des Kampfes verankert. Gleichzeitig baut man auch ein autonomes Frauensystem von unten nach oben auf. Also und das führt dann so eventuell zum weltdemokratischen Frauenzentralismus als Organisation eines Internationalismus aus Frauenperspektive für das 21. Jahrhundert gegen Staat, Patriarchat und Kapitalismus. Also das erstmal sehr grob, aber der demokratische Konformismus wird derzeit in vielen verschiedenen Teilen der Region und auch in der Diaspora aufgebaut. Er ist nicht nur für die Kurden, sondern auch für Völker und Bewegungen in der ganzen Welt zur Diskussion gestellt worden. Die Solidarität der Völker, Autonomie für sogenannte Minderheiten und die Errichtung gesellschaftlicher Verträge zum gemeinsamen friedlichen und freiheitlichen Zusammenleben sind ein großer Teil der Arbeit. In Bakur, also in Nordkurdistan, führte das zur Demokratischen Partei der Völker, der HDP zum Beispiel. Und natürlich um die HDP herum ist eine sehr große soziale und politische Bewegung. Und in Rojava drückte sich das in der Konstellation der Verwaltung auf jeder Ebene aus, im Gesellschaftsvertrag, in der kulturellen Arbeit und so weiter. In Orten wie Membij zum Beispiel, was natürlich in den mehrheitlich arabischen Regionen in Nordsyrien ist, lernen zum Beispiel turkmenische und tscherkessische Kinder zum ersten Mal in ihrer Sprache. Und innerhalb von Rojava und Nordsyrien wurden kriminalisierte und bedrohte Sprachen wie Kurdisch und Aramäisch haben einen Neuauftakt erlebt. Also viel ist auch im Bereich der Kultur passiert. Und der demokratische Konformismus, das ist sehr wichtig zu sagen, war 2005 ausgerufen worden, wie auch Nilüfer Koç erwähnt hat. Das heißt nur 7 Jahre vor dem Beginn der Revolution in Rojava. Obwohl die Kritik des Nationalstaates schon in den 90ern stattfand, muss man betonen, dass die kurdische Freiheitsbewegung zwar eine umfassende Vision für ein demokratisches Selbstverwaltungssystem hatte. In einigen Regionen zum Beispiel wurden auch Erfahrungen gesammelt mit lokaler Selbstverwaltung, Kommunalwirtschaft, ökologischen Ansätzen in Nordkurdistan, innerhalb türkischer Grenzen, auch in Südkurdistan, innerhalb irakischer Grenzen, zum Beispiel im Mahmur-Flüchtlingslager. Also zwar gab es diese Erfahrung, aber man muss betonen, dass die Bedingungen anders waren. Es ging nämlich darum, hier Millionen von Menschen mitten im Krieg zu organisieren. Und man muss bedenken, dass die Revolution aufgerufen wurde in einer Zeit, in der Begriffe wie demokratische Autonomie, Kommune und so weiter innerhalb der kurdischen oder Kurdistan-Freiheitsbewegung noch als abstrakt, als esoterisch, als abenteuerlustig, unrealistisch und so weiter wirken. Also in so einer Zeit, nur 7 Jahre, nachdem dieser Begriff überhaupt ein Begriff wurde, ergab sich ein ganzes Feld in Rojava, diese Ideen in der Praxis umzusetzen. Aber was noch wichtiger zu bedenken ist, dass dieses Feld kein wissenschaftliches Labor, kein Vakuum war. Es gab zwar diese politisch organisierte Gesellschaft, die seit Jahrzehnten diesen Ideen ausgesetzt war. Es gab aber auch Millionen von Menschen, die keine Erfahrung und kein Interesse an Selbstverwaltung hatten. Also in diesem Sinne ist es wichtig zu sagen, dass ein Großteil der praktischen Umsetzung der Ideen der Bewegung in Rojava aus den konkreten Bedürfnissen und Prioritäten der verschiedenen von Konflikt betroffenen Menschen passiert ist. Und die vielen Schwierigkeiten, auf die auch andere Menschen hier auf der Konferenz eingehen werden, sind ebenfalls Teil der Revolution. Denn in den Augen der Akteure dieser Phase ist nämlich, wie gesagt, Revolution nicht ein Tag, der eines Tages Umbruch mit sich bringt, sondern Revolution heißt Kampf und Widerstand, vor allem auch gegen Machtstrukturen innerhalb der eigenen Gesellschaft. Also wir reden zwar über 10 Jahre Rojava und von Anfang an wurde gesagt, dass die Rojava-Revolution auch eine Frauenrevolution ist und Frauen waren durch die autonome Frauenbewegung, die schon natürlich seit Jahrzehnten Kraft schöpft aus der breiteren Widerstandsbewegung in Kurdistan. Zwar gab es diese Phase, aber seit 10 Jahren Rojava kämpfen auch seit 10 Jahren Frauen gegen patriarchale Strukturen, nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern auch innerhalb ihrer basisdemokratischen Institutionen. Also Widerstand findet auch innerhalb der Revolution statt. Denn sie ist nicht als eine Phase des Chaos und Wandels zu verstehen nur, sondern Selbstbestimmung, wie in Rojava definiert, braucht Organisation. Und
Revolution ist in diesem Sinne oft so verstanden als die Organisation des selbstbestimmten Lebens. Die Situation von Frauen natürlich als Beispiel verbessert sich nicht in einem Tag und auch nicht in 10 Jahren. Und das weiß jeder Frauenkampf, jede feministische Bewegung weiß das. Und die autonom organisierte Frauenbewegung in Rojava, die, wie gesagt, selbst aus der jahrzehntelangen revolutionären Erfahrung von Frauen in Kurdistan schöpft, berichtet viel von häuslicher Gewalt. Feminizide kommen ständig vor und werden protestiert, werden bekämpft. Und es ist hier auch meiner Meinung nach wichtig, um das System in Rojava zu verstehen, zu betonen, dass die Frauenorganisationen vor Ort, vor allem die autonomen Frauenstrukturen, eben nicht wie staatliche oder liberal-feministische Ansätze versuchen, Probleme wie ein Staat zu lösen. Und ich denke, so kann man vor allem auf die Prinzipien der Revolution eingehen. Man versucht nicht durch Gesetz, Gewalt und Gefangenschaft gegen Patriarchie abzukämpfen. Solche Mechanismen gibt es zwar, aber sie gelten oft als letzte und nicht als erste oder einzige Lösung. Vielmehr versucht man, wie ich zum Beispiel in Interviews oft gehört habe, die Herzen der Menschen vom Patriarchie abzubefreien. Also eine Gesellschaft ist nur dann eine soziale und nachhaltige Gesellschaft, wenn sie patriarchale Gewalt, wie Öcalan zum Beispiel auch sagt, als unmoralisch, als abartig, als unvorstellbar betrachtet. Und dafür sind eben auch Institutionen für Bildung und Medienarbeit sehr wichtig. Und ein sehr großer Teil der Revolution in Rojava sind wirklich Kunst- und Kulturprojekte. Für Frauen eröffnete die Revolution in Rojava neue Chancen, Lebensstile, Wege und Möglichkeiten. Frauen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen haben Schritte gemacht, um sich individuell zu befreien, und gleichzeitig in kollektiven Prozessen haben sie auch gemeinsame Wortschätze, gemeinsame Kulturen und Identitäten geschaffen. Und es ist hierbei wichtig zu sagen, dass das nicht nur bloße Hoffnung und Träumerei ist, das sind keine abstrakten Ideen von Freiheit. Die Frauen haben wirklich konkrete Institutionen und Mechanismen gebildet, um ihren Hoffnungen auch eine existenzielle Grundlage zu geben. Es gibt dabei sehr viele Probleme, aber wie gesagt, Patriarchat lässt sich nicht innerhalb weniger Jahre abschaffen, aber durch Sachen wie Co-Vorsitz, durch autonome Medienstrukturen, durch Selbstverteidigung, durch den sozialen Vertrag und auch durch die Solidarität zwischen den Völkern hat sich eine gemeinsame Frauenfront gebildet. Und das sehen wir auch an dem gemeinsamen Widerstand, der zum Beispiel gegen die Angriffe des türkischen Staates geleistet wird. Frauen aus den Regionen außerhalb der mehrheitlich kurdischen Gebiete sind ein aktiver Teil des Widerstands gegen die Angriffe der Türkei. Und zum Abschluss, ich habe nicht so viel Zeit, möchte ich nur noch, ich kann, glaube ich, nur 15 Minuten reden, ich bin fast fertig. Ich möchte noch ein paar Sachen zur Natur des Systems sagen. Das politische, soziale und wirtschaftliche System in Rojava wurde allgemein ohne staatliche, also externe staatliche Hilfe und ohne internationale Überwachung aufgebaut. Also natürlich ist da die militärische Zusammenarbeit und die Präsenz der verschiedenen Mächte wie Russland, wie Amerika. Aber das interne System war ein einheimischer Prozess, der von den Prinzipien und Erfahrungen einer revolutionären Bewegung hergeleitet wurde und von internationalistischen Solidaritätsstrukturen unterstützt wurde. Es wurde deutlich, dass zum Beispiel demokratische Selbstverwaltung kein mechanisches, verfahrensorientiertes Unterfangen ist. Die vielen Probleme und Fragen, mit denen die Menschen von Anfang an beim Aufbau eines neuen Systems in Rojava konfrontiert waren, haben das Verständnis der Menschen für Demokratie in der Praxis vertieft. Also man hat viel aus Rojava gelernt, sehr viel. Gleichzeitig wurde viel über die Gefahr von Macht, von Korruption, von Autoritarismus in revolutionären Kontexten auch gelernt. Es gibt sehr viele Probleme, wie gesagt. Und der Kampf zur Abschaffung verschiedener Formen der Unterdrückung hat also viele Formen, viele Fronten, viele Farben. Und deswegen betonen die Menschen dort immer wieder, dass ihr politisches System weder perfekt noch endgültig ist, sondern dass die Revolution gerade erst angefangen hat. Und Ansätze für Dinge wie Demokratie und Selbstverwaltung in Rojava und allgemein in der Kurdistan-Frauenbewegung haben ihre Wurzeln in revolutionärer Philosophie und in einem 40-jährigen Freiheitskampf. Also diese Ansätze basieren zwar zum Teil, aber nicht grundsätzlich auf legalistischen Verständnissen und Ansätzen wie zum Beispiel internationalem Recht. Das bedeutet, dass Fragen wie Legitimität, Justiz, Effizienz, Nachhaltigkeit nicht an den bürokratischen Standards des internationalen Staatssystems gemessen werden können. Also diese Dynamik wirft natürlich kritische Fragen, philosophische Fragen auf. Was bedeutet Politik? Was ist Demokratie?
Aber solche tiefergehenden philosophischen Debatten sind leider noch weitgehend abwesend, vor allem auch in wissenschaftlichen Arbeiten, die eher liberaldemokratische Ideologien oder Entwicklungsindexe als Maßstäbe nutzen, um diese Vision sozusagen zu messen, zu bewerten, obwohl wir hier eigentlich über eine sehr tiefgehende gesellschaftliche Wandelsprozess sprechen und Entkolonialisierung. Man kann also die Revolution nicht nur an Dingen wie dem Gesellschaftsvertrag oder den Selbstverteidigungseinheiten messen. Vielleicht sind 90% der Auswirkungen der Revolution unsichtbar. Und als allerletzten Punkt möchte ich noch sagen, dass in den letzten Jahren Thinktanks, militärische Strukturen, Staaten und reaktionäre Gruppen es zum Teil geschafft haben, leider, das Wissen über Rojava zu kolonisieren. Die Zusammenarbeit mit der USA führte dazu, dass die politische Substanz des Systems in Rojava, vor allem im englischsprachigen Raum, entweder ignoriert, entpolitisiert oder komplett vereinnahmt wird im Diskurs durch den sogenannten Krieg gegen den Terrorismus. Und wie auch schon von anderen erwähnt, wissen wir, was im Namen dieses Konzepts angerichtet werden kann und dass das Label Terrorismus natürlich, wie wir auch am Beispiel der PKK sehen, als politisches Mittel genutzt wird, um bestimmte Gruppen zu stigmatisieren und um staatliche Gewalt auch zu legitimieren. Es ist also wichtig, auch gegen diese Form der Geschichtsschreibung Widerstand zu leisten, sowohl in Rojava als auch außerhalb. Und ich denke, all diese Dinge stellen die konkreten Institutionen und Strukturen, die in Rojava aufgebaut wurden, stellen eine Lernerfahrung dar, zwar für alle Menschen, die an Systemwandel glauben. Also ich wollte einen kurzen Input geben, was war dieser Wandel? Und wie sollte man ihn verstehen? Und zwar nicht als einen mechanischen Prozess, wo eines Tages gesagt wurde, wir machen Dinge jetzt so. Es ist ein ständiger Kampf, der vor allem, wie im Frauenkampf gesehen, ständig weitergeht. Und trotz der vielen Angriffe werden die Gefühle und Erfahrungen bleiben. Wie Nilüfer Kocsch auch gesagt hat, wenn man Freiheit einmal gekostet hat, kann man sie nicht mehr aufgeben. Und das ist, glaube ich, der größte Beitrag Rojavas zu den vielen Kämpfen für Freiheit, Demokratie und Frieden auf der Welt, dass eine andere Welt möglich ist. Es gibt zwar sehr viele Probleme, aber durch Glaube, durch Kampf und durch Solidarität ist es möglich, tatsächlich in so einer Region 10 Jahre lang und darüber hinaus Menschen Bildungsinstitutionen zu schaffen, Universitäten zu schaffen, Schulen zu schaffen, gemeinsame Medieninstitutionen zu bilden, gemeinsame Lieder zu schreiben auf verschiedenen Sprachen. Und ich denke, das ist das, was Rojava auch an die Region weitergegeben hat. Und hoffentlich wird es auch viel mehr zu Beiträgen kommen, die aus der Region kommen und sich Menschen aus der Region viel mehr kritisch als auch solidarisch mit dem System in Rojava auseinandersetzen. Denn wie gesagt, die kurdische Frage ist in vielerlei Hinsicht auch im Herzen der vielen Probleme im Mittleren Osten. Ich höre hier auf und ich bedanke mich und ich entschuldige mich nochmal für meine Abwesenheit und wünsche allen viel Erfolg.